Radiant-Feld erschöpft. Schatten legt sich über unsere Basis. Die Zerg werden bald angreifen. So, ja. Können Sie ja gerne machen. Sie können es versuchen. Unsere Gedanken sind eins. Basis wird angegriffen. Ja, schon gut los. So was. Basis wird angegriffen. Peinlich. Ich hatte jetzt gedacht, der Angriff geht noch gar nicht los. Falsch gedacht. Jetzt ist der Angriff vorbei, okay. Was verlangt ihr von mir? Faszinierend. Clever. Ich bin die Klinge von Shakuras. Im Namen der Lehre. Oh,
der Finsternis. Die Zerg versammeln sich in der Nähe unserer Basis. Welcher? Naja, sehen wir ja. Denke ich mal. In Arudin Rashagal. Schon? Ich will ja nichts sagen, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Kalt ist die Leere. Mineralienfeld erschöpft. Sehr weise. Mineralienfeld erschöpft. So. Was ist euer Begehr? Ich bin die Stimme der Finsternis. Das Herz der Finsternis. Wie viel Befehl? Neuer. Jetzt zerlegt? Meine kleine Drohne. Na toll. Ihr Fecke! Ach nee. Haben sie nicht. Da ist sie. Sie ist nur schwer zu entdecken. So. Erbittet unsere Dienste. Naja, relativ gesehen. Erbitten, sowas tue ich nicht. Ich verlange. Ich bin die Klinge von Shakuras. So, einmal so. Im Namen der ich bin lediglich ein Schatten. Vespin-Geysir erschöpft. In Arudin Rashagal. So. Einer bleibt hier und die anderen bleiben hier. So. Schwer wiegt meine Bürde. Die Prophezeiung. Der zweite Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Tod. Und Freude. Was? Euch gehört meine Ergebenheit. Wir dürfen nicht zagen. Die Zerg versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. Ich werde einen Weg finden. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ach.
So, wo wollen sie denn jetzt? Basis wird angegriffen. Angegriffen. Der Overseer. Ich bin das Nasperu. Ihr seid auf mich angewiesen. Oh Mann. Da ist ein Overseer, der ist doof. Wie ihr befehlt, vorerst. Ich kann ja... Angst ist eine Illusion. Wir sind eins. Schatz. Schnauze da. Beraku. Sehr weise. Ganz wie ihr wünscht. Nun gut. Faszinierend. Könntet ihr euch bitte... Angst ist ein Schakul in Dunkelheit bricht herein. Was ist euer Begehr? Im Namen der Hand. Wie ihr befehlt. Basis wird angegriffen. Clever. Hallo? Ich bin die Klinge von Shakuras. Khatun. Ich bin lediglich ein Schatten. Im Namen der Liebe. Clever. Ihr Säcke, die Zerg versuchen, unsere Basis zu überrennen. Ihr erbittet unsere Dienste. Clever. Im Namen der Lehre. Ich bin ein Schatten. Ich füge mich. Faszinierend. Overseer. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Basis wird angegriffen. Im Namen der Rache. Beraku. Wie ihr befehlt, vorerst. Ihr seid auf mich angewiesen. Ganz wie ihr wünscht. Nun gut. Fast.
faszinierend. Sehr weise. Wir bleiben im Verborgenen. Beraku. Ihr Befehl. Alles wie ihr wünscht. Mineralienfeld erschöpft. So. Ich komme aus den Schattendienste. Ich komme aus den Schatten. Habe ich schon gesehen. Im Namen der Rache. Faszinierend. Mineralienfeld erschöpft. Nasperu Unadar. Clever. Achso, Moment. Shosak Moknul. Genau, der auch. Die Zerg kommen. Lass du doch kommen. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Ich glaub, ich bleib euch vielleicht gehört meine Ergebenheit. Lieber erstmal hier. Wenn ich die Version nehme, werde ich dann nämlich wieder aufgeladen. Das ist vielleicht sinniger. Schwer wiegt mein Geduld. Ich bringe Weisheit in einer... Der dritte Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Genugtuung über einen Plan, der vor langer Zeit in Gang gesetzt wurde. Und Grauen vor der Zukunft. Das ist schlecht, oder? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Dunkelheit bricht herein. Ich füge mich. Ich bin die Klinge von Schattenlos. Clever. Khatun. Okay. Wirf doch mal einen Blick nach da unten. Ihr seid auf mich angewiesen. Im Namen der Rache. Ihr erbittet unsere Dienste. Im Namen der Rache. Ich bin die Klinge von Shakura. Ich bin lediglich ein Schatten. Ist irgendwas, was mich sehen will. Ich füge mich. Nur ich sehe es noch nicht. Clever. Fast.
faszinierend. Khatum. Ah, jetzt habe ich den Obersten. In Lande. Ich bin die Klinge von Schatten. Ich bin lediglich ein Schatten. Ich füge mich. Ich bin die Stimme der Finsternis. Overseer, ja? Veracruz. Mineralienfeld erschöpft. Machen wir jetzt mal hier. Ihr Befehl. Im Namen der Rache. Nun gut. Shagul Inak. Na, dann haben wir's doch gleich. Ich bin die Klinge von Shakuras. An? Ja, ich wage es. Shosak Moknul, der vierte Nervenstrang des Overmind. Ich spüre ein Ende. Ich muss zum Cortex des Overmind vordringen, um zu verstehen. Auch noch. Oh! Seid gegrüßt, Bruder. Ich spreche zu euch. Tassadar. Aus der Nachwelt. Tassadar. Aber ihr seid gestorben, als ihr diesen verfluchten Overmind getötet habt. Ich habe den Tod nie verspürt, Zeratul. Noch werde ich es je. Aber dies ist eine Geschichte, die zu einer anderen Zeit erzählt werden soll. Ich komme, um euch von dieser Kreatur zu berichten und ihrem Mut. Mut? Es war ein abartiges Monstrum. Nicht immer. Die Zerg wurden verändert. Eine einzige, alles überschattende Bestimmung wurde ihnen aufgezwungen. Die Vernichtung unserer Spezies. Der Overmind wurde mit Verstand und Vernunft erschaffen, aber ohne freien Willen. Er schrie und wütete innerhalb des Gefängnisses seines Geistes. Wer hat das getan? Und warum? Das weiß ich nicht. Aber der Overmind fand einen Weg, diese alles überlagernde Direktive zu umgehen. Er schuf eine Möglichkeit, eine Hoffnung auf Erlösung. Die Königin der Klingen. Das ist doch Wahnsinn! Nur sie kann die Zerg aus der Sklaverei befreien und damit alles retten, was ist, vor den Flammen. Ich verstehe nicht, Bruder. Vergesst alles, was ihr wisst, Zeratul. Der Overmind hatte eine Vision, das Ende aller Dinge. Und nun müsst auch ihr sie sehen. Kriege ich jetzt eine Vision in einer Vision? Nein, diese Vision, ich kann es nicht ertragen. Hört auf! Ja, sehr glaubwürdig. Mensch, das war jetzt mal eine recht lange Mission. Gut, ich hätte mich auch ein bisschen beeilen können, aber ja, das Einigeln ist manchmal gar nicht so verkehrt.
Oh, es gibt. Ja. Es gibt. Oh, von beiden? Wow. Nice. Okay, cool. Gehen wir doch gleich mal ins Labor. Warum sagt er mir das nochmal? Egal. Oh. Na, da hast du aber was hier wachsen. Okay. Die Probe versucht zu entkommen. Ich habe verschiedene neue Säuren in der Nährlösung entdeckt. Mit der Zeit werden sie den Tank auflösen. Ich frage mich, ob Commander Rayner vielleicht ein paar Space Marines hier stationieren kann. Nein, er wird es zerstören wollen. Ich habe noch nicht alles herausgefunden, was es über das Ding zu lernen gibt. Durchbruch. Ich habe etwas Gewebe mit konzentrierter Sigma-Strahlung geschossen. Und sofort haben sich Wachstum und Bewegungsrate erheblich reduziert. Es würde eine Menge Arbeit erfordern, eine derartige Menge Strahlung sicher auf dem Schlachtfeld einsetzen zu können. Aber es könnte die Mühe wert sein. Ein weiterer Durchbruch. Mit dieser beängstigen... Und dieser beängstigt mich ein wenig. Ich habe die DNS einiger Gehirnzellen entschlüsselt und somit tausende Jahre Evolution durchleuchtet. Ich habe den Stamm, aus dem der Overmind entstanden ist, isoliert. Damit kann ich zwar nicht klonen, aber immerhin könnte ich herausfinden, wie er die Zerg kontrollieren konnte. Ah ja. Die Protos. Was macht denn unser Kristall hier? Vielleicht überschreite ich ja damit die Grenze des wissenschaftlichen Arbeitens, aber ich glaube, dass dieser Kristall, wenn schon über kein Bewusstsein, dann zumindest über eine Art Eigenleben verfügt. Ich habe gestern Nacht einen defekten Nanofabrikator in seinem Tank gelegt und heute ist er repariert. Und er kann Dinge, die er eigentlich nicht können sollte. Wenn dieser Fabrikator so einfach zu reparieren war, dann sollte ich fantastische Ergebnisse mit automatischer Reparatur erzielen können. Oder sogar mit beinahe augenblicklicher Herstellung von KI-Waffen. Endlose Möglichkeiten. Zu einem weniger euphorischen Thema. Die in der Kristallmatrix gespeicherte Energiemenge hat sich nicht erhöht, obwohl der Kristall weiter wächst. Also muss er diese Energie irgendwo abstrahlen. Und irgendwo. Na super, das motiviert doch. Das baut doch richtig auf. So, hier kann ich was. Oh. Nachricht von der Möbius Foundation. Mr. Rayner. Sie haben eindeutig die Grenzen dessen erreicht, was Sie von Zerg-Bioproben zu erlernen vermögen. Wir wären sehr daran interessiert, Ihnen zukünftig sämtliche Bioproben, auf die Sie stoßen, abzukaufen. Und zwar für 10.000 Credits pro Exemplar. Überprüfen Sie diese Konsole, wenn Sie weitere Bioproben finden. Der Erlös wird direkt auf Ihr Konto überwiesen. Dr. Narut. Forschungsprojekte verkauft. 20.000 Credits. Hey. Ja, ich bin jetzt... Zerg ist voll, stimmt. Als hätte der Overmind Kerrigan erschaffen, um die Zerg von irgendwas zu befreien. Irgendwas, das will, dass sie die Protoss vernichten. Irgendwie ist alles schiefgelaufen. Ja. Nichts läuft wie geplant. Und jetzt lauert da draußen auch noch etwas, das uns alle vernichten will. Zerg, Protoss, das sind mächtige Spezies. Wie furchterregend, wie gewaltig muss etwas sein, das mit ihrem Schicksal spielt. Ja, sehr gewaltig, ja. Yuko-Nudeln, sind sie zu hart, bist du zu weich? Okay. Häppchen Yuko-Nudeln, warum nicht? Was haben wir denn hier?
Ich habe mir mal die Aufzeichnungen angesehen. Diese verdammten Protoss sind uns noch immer meilenweit voraus. Einige der Nummern, die die Typen abziehen, sind einfach unglaublich. Wem sagst du das? Die haben eine Menge neuer Tricks auf Lager, seit wir das letzte Mal gegen sie gekämpft haben. Ich meine, was soll der Mist? Seit wann können die ihre Leute einfach überall hinwarpen? Ich dachte, die bräuchten dafür mindestens so etwas wie einen Warp-Knoten. Nicht einfach überall hin. Sie brauchen schon einen Pylon oder eine andere Energiequelle in der Nähe. Aber sie arbeiten eben genau wie wir ständig daran, ihre Technologien zu verbessern. Jo, das ist doch nichts Verkehrtes. Macht ja jeder. So, was haben wir denn noch? Das ist mir eigentlich komplett unwichtig. Unsere Basis hat nichts Neues, ne. Achso, ja, ne. So, Fahrzeuge. Den Adler. Nö, den Helion. Was braucht den Goliath? Medivac. Na Mensch, der wäre doch auf jeden Fall. Kann Truppen schneller ausladen. Nehmen wir. Verdammt, Matt. Ich weiß nicht mal, was ich mit der letzten Vision aus dem Kristall anfangen soll. Ceratul hat nach mehr Hinweisen auf das Ende des Universums gesucht. Aber diesmal war er auf Ajur. Ajur? Wonach hat er gesucht? Er wollte herausfinden, warum der Overmind die Königin der Klingen damals überhaupt erschaffen hat. Sie ist diejenige, die das Universum zerstören wird? Nein. Das ist es ja gerade. Sie scheint die Einzige zu sein, die das Universum retten kann. Ja, schön.